Mitte September fand das Finale des Einsatzkräfte-Teambewerbs statt. Land Rover ließ bereits zum vierten Mal die Sieger der fahraktiven On- und Offroad-Bewerbe in den Bundesländern gegeneinander antreten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen dabei, aber auch für den realen Dienstalltag. Das fahrtechnische, genaue Fahren, so wie es auch da im Blinkbewerb jetzt da ist für uns sehr, sehr wichtig. Ne? Man lernt einmal im Gelände fahren, das ist zwar jetzt für uns vielleicht nicht gerade unbedingt das Wichtigste, aber trotzdem, es macht unheimlich Spaß und das ist einfach ein Tag, den man sicherlich nie vergessen wird. Ja, dass es teilweise langsamer bis langsamer mehr bringt, als einfach nur Vollgas drauf los. Das Rote Kreuz fährt überall hin auf jeden Berg. Wir sind überall vertreten, wo es nicht geht. Unter den strengen Augen der Juroren der ÖAMTC-Fahrtechnik ging es bei den einzelnen Stationen um schnelle Auffassungsgabe, technisches Verständnis und fahrerisches Können. Ich glaube, der ÖAMTC kann sich hier von seiner dynamischen und sehr professionellen Seite zeigen. Mit der Fahrtechnik haben wir hier ganz einfach die richtige Mannschaft. Wir haben auch das richtige Gelände, das ist das größte Offroad-Gelände Österreichs. Und wir können hier ganz einfach den Einsatzkräften ideale Trainingsbedingungen bieten. Wir müssen zusammenarbeiten, sei es jetzt im Verkehrsunfallsbereich natürlich. Wir arbeiten aber natürlich auch bei der Flugrettung zusammen. Das heißt, im Erste-Hilfe-Kurs während der Führerscheinausbildung, um nur ein anderes Beispiel zu nennen, also die Berührungspunkte oder die Verschränkungen zwischen den Einsatzorganisationen auf der einen Seite und dem ÖAMTC sind vielfältig. Wir sind ja in über 170 Ländern dieser Welt auch unterwegs und da haben wir natürlich Partnerschaften wie mit dem Internationalen Roten Kreuz, aber auch mit Feuerwehren, mit Bergrettungen und Wasserrettungen hier in Österreich seit Anfang an gehabt. Und das ist auch eine Art des Dankeschönsagens von Land Rover an all diese vielen zigtausenden freiwilligen Kräfte, die Tag und Nacht für unsere Gesellschaft und somit auch für mich selbst persönlich hoffentlich nicht allzu oft ihren Mann, ihre Frau stehen. Und das ist der Sinn und der Hintergrund dieser Veranstaltungsserie. Eine außergewöhnliche Veranstaltung, exklusiv für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und anderen Blaulichtorganisationen. Ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir gerade in Zeiten, wo jeder von Professionalität spricht, auch unsere Freiwilligen vor den Vorhang holen und zeigen, wie professionell sind unsere Einsatzkräfte, unsere Einsatzfahrer auch beim Fahren im Gelände. Es ist auch ein netter Anlass, sage ich, für unsere freiwilligen Einsatzfahrer, wo sie wirklich einmal nicht unter Stress trainieren können, auch angeleitet trainieren können. Und so ist das, glaube ich, ein sehr, sehr nettes Event. Wir werden auch einen Einsatzkräfte-Teamwettbewerb 2013 wieder veranstalten. Und ich freue mich schon nach dem heurigen Finale-Event auf das Land Rover Einsatzteam-Kräfte-Event 2013.